Heute geht es um prozentuale Änderungen. Hört sich blöd an, Änderungen ist klar, da ändert sich was. Und es hat wieder was mit diesem Hundertstel zu tun. Das ist gar nicht so schlimm. Wir nehmen mal Folgendes an. Und jetzt gibt es vielleicht eine Überraschung. Ich schreibe mal gegeben gesucht Lösung. Denn meinen Text werde ich mal in Kurzform fassen. In diesem Jahr sind wir an unserer Schule angenommen 500 Schüler. Das ist ein Grundwert. So. 500 Schüler. Und wir sind im nächsten Jahr 2% mehr. Denn wir haben hier hinten noch ausgebaut, wir haben mehr Platz und es ist zu erwarten, dass 2% mehr kommen. Achtung, 2%, das ist irgendwas mit Prozentsatz. Prozentsatz ist 2% mehr. Und jetzt müssen wir ganz kurz nachdenken. 2% mehr, das ist aber kein richtiger Prozentsatz. Wir kommen gleich nochmal drauf. Wir schreiben das mal in Anführungsstrichen, weil da stimmt was nicht. Das ist kein echter Prozentsatz. Eine Frage vorweg. Sind wir dann mehr Schüler als 500? Ja, ne? Also, wenn ich 500 aber mal 2 durch 100 teile, dann habe ich 10 Schüler. Jetzt müssen wir hier was richtig Schlaues draus machen. Gefragt ist, wie viele Schüler sind das im nächsten Jahr? Das heißt, wir suchen wieder, was ist es wert, der Prozentwert. So, und jetzt kommt die Überlegung. Jetzt können wir Folgendes rechnen. Jetzt können wir sagen, Achtung, wir errechnen die Änderung und müssen dann noch einen Schritt hinterher fügen. Die Änderung, und zwar ganz normal 500 Schüler mal 2 durch 100 ist gleich, das kann man ganz schnell machen, 5 mal 2, also die Nullen weggestrichen, dann sieht man es ganz deutlich. 5 mal 2 ist 10, es sind 10 Schüler. Jetzt kann das aber nicht sein, dass wir nur 10 Schüler im nächsten Jahr sind. Sondern wir müssen sagen, wir sind 500 Schüler plus 10 Schüler, nämlich 510 Schüler im nächsten Jahr. Und jetzt kommt was ganz Seltsames bei der ganzen Geschichte. Wenn ich das so ausdrücke, dann kann ich auch Folgendes sagen. Wir machen es mal nicht einfach mit der Änderung, sondern wir nehmen die mal vorweg. Wir sind heute 500 Schüler und sind im nächsten Jahr 102% Schüler. Mal sehen, was jetzt dabei rauskommt. Jetzt gucken wir nochmal. Wir machen es uns wieder so einfach wie möglich. Und wir sagen, 5 mal 102, ja, das geht. Das ist 510 Schüler. Tatsächlich, es geht auch so. Jetzt müssen wir uns umgewöhnen. Wir hatten ja mal gesagt, 100% ist immer das Ganze. Wenn es aber Änderungen ergibt, dann kann es durchaus bedeuten, dass wir später mehr haben. Und das müssen wir jetzt erstmal richtig durchdiskutieren. Hier gibt es garantiert Fragen. So, wir haben uns also geeinigt, wenn Änderungen sind, dann gehen wir, obwohl es ungewöhnlich ist, davon aus, dass wir jetzt nicht sagen, Prozentsatz ist gleich 2% mehr. Das gefällt uns nicht, sondern wir schreiben einfach hin, PS ist gleich 102. 102. Dann können wir wieder ganz normal rechnen damit. Und das hier, diese Änderung, diesen Kram, den kann man mal zu Fuß rechnen, so wenn man sich gar nicht mehr sicher ist und denkt, ich rechne jetzt erstmal nur mit Schülern, so lange hättest du warten können. Ich rechne mal jetzt nur mit Schülern und überleg mal, wie das dann so geht. Aber die normale Rechnung ist dann so. Das muss nicht immer mehr sein, es kann auch mal weniger sein. Auf dieses Beispiel kommen wir gleich, aber gibt es noch Fragen? Jetzt machen wir die ganze Sache mal mit einer Änderung zum Wenigeren. Der Text sieht so aus. Wir haben in diesem Jahr in der Schule, machen wir es mal glatt, 5.000 Euro für Lehrmittel ausgegeben. Und wir werden mal sehen, wie das im nächsten Jahr ist. Okay, das ist also der derzeitige Wert. Das entspricht 100%, also das ist der Grundwert. Gut. Und jetzt gucken wir und sagen und überlegen, im Allgemeinen ist es so, dass die Leute sparsamer geworden sind. Wir werden im nächsten Jahr 3% weniger Geld ausgeben. Aha, jetzt überlegen wir, warte mal, das sind 100%, dann ist der neue Prozentsatz 3% weniger, nur noch 97%. 97 Hundertstel würden es werden. Und jetzt ist die Frage, wie viel geben wir im nächsten Jahr demzufolge aus? Na ja, dann geben wir aus
Was ist es wert, der Prozentwert? Hier gibt es eine Frage. Also was, wie viel werden wir ausgeben? Was ist es dann wert, was wir ausrechnen? Ja, dann rechnen wir los. Die Lösung ist ja wie üblich 5000 Euro mal 97 Hundertstel. Ist das, was mein Prozentwert dann bedeutet? Wie viel wir dann ausgeben? Na, jetzt geht das wieder los mit der Nullenwegstreicherei. Hier haben wir nämlich Glück, ich habe wieder glatte Zahlen vorgegeben. Und jetzt ist die Nebenrechnung 50 mal 97. Also sagen wir 97 mal 5. Das geht nämlich leichter, da müssen wir nicht so viel multiplizieren. Mal 50, so. 5 mal 7 ist 35. Immer unten die Merkzahl hinschreiben, denn jetzt kann ich auch mal aufhören. Jetzt kann ich mal überlegen, was anderes, und weiß, das waren 35. 5 mal 9 ist 45 und 3 ist 48. Das schreibt man einfach drüber. Und wir hängen noch die olle 0 hinten dran. Das geht leichter, als wenn ich es umgekehrt mache. Sonst muss ich einmal mit 7 und einmal mit 9 multiplizieren, die 50. So, jetzt habe ich hier 4, 8, 5, 0. Irgendwelche Komma da? Nein. Also kann ich loslegen. 4, 8, 5, 0 Euro ist der Prozentwert. Das ist das, was wir im nächsten Jahr ausgeben werden. Andere Aufgabe. Jetzt wollen wir mal ausrechnen, wie viel ist denn die prozentuale Änderung? Beispiel. Ja, gehen wir mal wieder zu unserem Bauer Weizmann. Bauer Weizmann sagt, ich hatte, wie war das? Ach, jetzt machen wir wieder mal ein rundes Beispiel, damit es leichter geht. Bauer Weizmann sagt, ich hatte 8 Tonnen, schreiben wir gleich 8000 Kilogramm Weizen geerntet. Und das entspricht also meinem Grundwert. Und da kann ich, entspricht auch als ist gleich schreiben, das ist wirklich der Grundwert. Und ich komme im Frühjahr wieder rein, messe nach. Ach, so ein Ärger. Ich habe bloß noch, meinetwegen, 7500 Kilogramm. Das ist das, was jetzt im Lager liegt. Oh, also haben die Mäuse 500 Kilogramm weggefressen. Ist das nicht furchtbar? Und wir wollen aber wissen, um wie viel ist der Grundwert gesunken? Das heißt, wir suchen in diesem Fall, jetzt müssen wir das zuordnen. Wenn ich sagen will, ich möchte die prozentuale Änderung rausbekommen, dann muss ich sagen, ich habe zwar 500 Kilogramm verloren, aber ich will jetzt mal wissen, wie viel entspricht denn diese 7500 Kilogramm? Das ist also mein neuer Prozentwert. Und gesucht ist, wie viel Prozent, nicht ist es weniger, sondern wie viel Prozent entspricht 7500 Kilogramm. Also suche ich den Prozentsatz. Lösung, 8000 Kilogramm mal Prozentsatz weiß ich nicht, schreibe ich ihn hin, durch 100 weiß ich, steht immer da, ist gleich 7500 Kilogramm. Jetzt möchte ich also wissen, wie viel Prozent sind dann 7500 Kilogramm von dem, was ich noch habe, von dem, was ich hatte. Der Rest ist wieder das Übliche, also Nullen wegstreichen jetzt hier, weil es so schön ist. Und ich sage, mich stört mal 80 Kilogramm, also durch 80 Kilogramm. Dann werden wir schon was Vernünftiges rausbekommen. Prozentsatz steht alleine, ne, durch 1 schenke ich mir. 7500 Kilogramm geteilt durch 80 Kilogramm. Die Kilogramms, die kann ich wieder wegkürzen. Ich kriege eine reine Zahl als Prozentsatz raus. Die Nullen kann ich schon mal wegstreichen. Nebenrechnung ist also 750 geteilt durch 8. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. 7 durch 8 geht nicht, 75 durch 8. 8 mal 8 ist 64, 9 mal 8 ist 72. 9 mal passt es rein. 72 bleiben 30 übrig. Ich ziehe mir die 0 runter. 30 durch 8 ist 4. 4 mal 8 ist 32, 4, Blödsinn. 3 mal 8, ne? 4 mal 8 wäre 32, dann würde es nicht gehen. Also muss ich sagen, okay, 3 mal 8 ist dann 24. Abgezogen, ich muss jedes Mal abziehen, bleibt hier eine 6. 60 durch 8, ach, ist furchtbar. Nanu, ich hatte mir hier schon die 0 geborgt, jetzt komme ich am Komma vorbei, jetzt muss ich eine Kommazahl setzen. Also muss ich auch, wird eine Kommazahl draus. 8 mal 8, also 7 mal 8. 7 mal 8 ist 56. Heimatland. Das wird aber eine Rechnung. Ich ziehe ab und kriege raus eine 4. Ah, 40 durch 8 ist 5. Jetzt habe ich die echte Zahl rausgekriegt, direkt, und zwar der Prozentsatz ist der neue. Ich habe nur noch
90,75% da liegen. Aha, der Antwortsatz jetzt hier nicht. Jetzt kommt das entsprechende Prozentzeichen. Also, mein neuer Bestand beträgt 93,75% des Vorjahres. So, darüber. Wir haben uns gerade mal ausgerechnet, wir sind ein bisschen in der Geschichte und gelandet und haben eine Grippewelle mal untersucht. Wir nehmen mal Folgendes an. Grundwert, sage ich mal, unsere Bevölkerung sind 80 Millionen Menschen. 80 Mio, schreibe ich jetzt mal ganz bewusst. Mio me. 18 Millionen Menschen. In den 70er Jahren gab es eine Grippewelle. Wenn die heute so schlimm zuschlüge, wir nehmen mal an, es wären 25 Millionen an Grippe erkrankt und wir möchten mal wissen, wie viele noch gesund sind. 25 Millionen, das heißt 55 Millionen sind noch gesund. Also 55 Mio me ist der neue Prozentwert, nachdem die anderen erkrankt waren. Ne? Also von hier bis hier, das waren 25 Millionen Kranke. Kranke sind deswegen trotzdem Menschen, ich will die jetzt bloß unterscheiden. So, das ist also der neue Prozentwert und wir wollen mal die prozentuale Änderung nach der Erkrankung darstellen, wie viele also noch gesund sind. Also, wir wollen den Prozentsatz rausbekommen. Na denn, fangen wir mal an zu rechnen. Ich mache mal Pause, ihr drückt, wenn ihr es zu Hause macht, auch nochmal auf Pause, rechnet selber und dann sehen wir uns wieder. Also wir haben jetzt mal ausgerechnet nach der Grippewelle, ne, sind noch 55 Millionen Menschen gesund. Wie viel Prozent sind dann noch gesund? Wenn man das hier so richtig mit Nullen macht, da kann man richtig schick die Nullen wegstreichen. Die Nebenrechnung bleibt 550 durch 8. Hier steht noch eine 550, hier nur unten 8. Die Menschen habe ich vergessen rauszukürzen. Und nach der Nebenrechnung kann man sagen, 68,75% der Bevölkerung sind nach der Grippewelle noch gesund. Puh, dann aber da. Da kann man alles Mögliche ausrechnen damit. Nochmal schnell zur prozentualen Änderung. Wir dürfen also keinen Schreck kriegen, dass aus 100% mal nur noch 68% werden. Oder aus 100% plötzlich mal 120% werden. Oder 102% oder 119%. Gesundheit. Prozentuale Änderungen sind also auch von der Berechnung. Das ist idiotisch sowas, ehrlich. Prozentuale Änderungen sind von der Berechnung her nichts Neues. Wir müssen bloß im Vorfeld überlegen und sagen, naja, wenn ich damit nicht so richtig umgehen kann, dann muss ich mich daran gewöhnen, dass der neue Prozentsatz durchaus mal sagt, es sind 102%, es sind mehr geworden. Oder es sind 68%. Oder es sind 50% geworden. Es ist also auf die Hälfte geschrumpft und so weiter. Nochmal, die reine Rechnung, die bleibt immer dieselbe, das ist nicht das Problem. Ein schicker Antwortsatz ist nicht einfach bloß schick, sondern der verdeutlicht nochmal das Problem und sagt, okay, ich habe jetzt hier 4.850 Euro raus, es ist weniger geworden, es ist wirklich weniger geworden, denn 97% sind weniger als 100% und so weiter. Also solche Überlegungen gehen der Prozentrechnung immer einher. Ich denke mal, trotz alledem, wie gefällt euch diese Prozentrechnung? Yes. Und das war das Ende des Videos für heute.